Das Thema ist deshalb wichtig, weil die Welt sich unglaublich schnell dreht. Wir haben heutzutage eine hohe Innovationsrate, einmal im Bereich der Produkte, der Features. Wenn wir uns im Automobilsektor zum Beispiel anschauen, da sehen wir, dass es immer mehr, immer verschiedene, immer neuere Modelle gibt, Automodelle, und die müssen erklärt werden. Da gibt es jetzt zwei Nutzergruppen, die wir im Blick behalten müssen. Zum einen ist es der Kunde, der zum Beispiel jetzt überlegt, ein neues Auto zu kaufen und auch erstmal verstehen muss, warum er ein neues Modell oder braucht als das, was er gerade fährt. Zum anderen haben wir den Verkäufer, der natürlich auch verstehen muss, was kann das neue Produkt, wo setzt es sich gegenüber dem Wettbewerber ab und was sind die spezifischen Vorteile. Wenn man sich aus einer anderen Branche ein Beispiel anschaut im Bereich der Mobiltelefone, dann werden diese auch immer komplexer. Und der Verkäufer ist zunehmend überfordert, diese ganzen Informationen aufzunehmen und im Gespräch im POS an den Kunden weiterzugeben. Teilweise ist es so, dass der Kunde informierter ist als der Verkäufer, und das ist keine gute Situation. Wenn man also verkaufen helfen will, und das ist unsere Mission, dann müssen wir zwei Dinge tun. Zum einen den Kunden im Online-Bereich beispielsweise gut informieren, gut vorbereiten und emotional aufladen, und dann im POS perfekt geschulte Verkäufer zu haben, die dann das Produkt auch verkaufen. Und es ist auch deshalb wichtig, um eine durchgehende, homogene Erfahrung zu bringen für die Mitarbeiter von Unternehmen, aber auch für den Kunden. Wenn er emotional aufgeladen wird auf der Webseite und er kommt in ein POS, in einen Laden, in ein Autohaus beispielsweise, und der Verkäufer kann ihm nicht mit dem gleichen Enthusiasmus das Produkt nahebringen, dann wird er erstmal enttäuscht sein. Und dementsprechend setzen wir an diesen unterschiedlichen Touchpoints an, um dem Kunden eine optimale Erfahrung zu geben, auf der Webseite beispielsweise, aber auch eine optimale Erfahrung dann beim Verkäufer. Wir haben eine Salespad-Lösung im Einsatz, wo wir über iPads im POS die Verkäufer helfen, dass sie Produkte besser erklären können, dass sie in der Lage sind, auch nicht nur in die Breite zu gehen, sondern auch in die Tiefe, um einzelne Produktmerkmale wirklich auch gut illustriert, multimedial, per Videos und mit Fotos zu erklären. Wir haben gerade im POS die Chance, das Verkaufsgespräch zu verlagern, weg von dem eigentlichen, vom Schreibtisch oder weg vom Stand, hin in die Verkaufsfläche rein, hin zum Produkt, beispielsweise im Auto. Ein Auto wird besser verkauft, wenn man drin sitzt und das Leder riechen kann, als wenn man hinter einem Schreibtisch sitzt. Wir sehen das Thema nicht isoliert, sondern wir haben einen größeren Blick drauf. Wenn man jetzt zum Beispiel die Aufgabenstellung hat, einen Verkäufer zu trainieren, dann kann man sich nur um dieses Thema kümmern. Aber wenn man halt nicht versteht, wie das Unternehmen auch in anderen Kanälen kommuniziert und was die Kernbotschaften sind, dann fällt das schwieriger. Wir haben den kompletten Blick über das ganze Thema, und vor dem Hintergrund können wir da auch gute Lösungen finden. Wir haben gerade in dem Bereich der mobilen Anwendung, was ein sehr, sehr junger Markt ist und auch ein sehr, sehr, sehr frischer Markt, eine hohe Innovationskraft, und da sollte man aufpassen, dass man nicht, sagen wir mal, eine App macht zum reinen Selbstzweck, dass man jetzt auch eine App hat. Das alleine ist niemals unsere Empfehlung, sondern sie sollte einzahlen auf eine Gesamtstrategie, und da können wir von Basfe, Berg & Kindler sehr gut helfen.